Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem letzten Buchstaben des X-ABCs und zwar dem Z. Und ich habe mir gedacht, was passt da besser als die Frage, die ihr euch immer wieder stellt, nämlich das Zusammensein oder Zusammenleben mit einem P-Star. Das wollt ihr immer alle wissen, wie ist das, wie läuft eine Beziehung ab und genau diese Fragen konntet ihr mir jetzt mal auf Insta stellen und ich habe sie zusammengefasst und werde sie heute hier beantworten und zwar nicht alleine, denn wer könnte mir dabei besser helfen als mein Freund, der im Hintergrund sitzt und mir gleich die Fragen vorlesen wird. Zuerst aber einmal schauen wir uns das Intro an, lasst natürlich ein Like da und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Dein Freund kennt dich ja, aber hat er trotzdem manchmal Probleme mit dem, was du machst und wem? Ich würde sagen, am Anfang vielleicht schon, weil das ja nicht so ist, dass man gleich damit aufwächst, so mit einem P-Star zusammen zu sein. Aber je mehr Vertrauen man in der Partnerschaft und Beziehung hat, desto mehr versteckt sich das Ganze natürlich auch und ja, es gibt quasi keine Probleme mehr, weil wir uns gegenseitig ja vertrauen. Genauso vertraue ich ihm ja auch, wenn er jetzt irgendwie privat unterwegs ist. Und mit wem ich irgendwas mache, kommt bei uns ja eigentlich auch nicht so in Frage, außer bei YouTube-Videos. Ansonsten ist das Ganze in unseren Videos sehr monogam. Wie ist der X mit dem Partner in der Beziehung, wenn du gerade keinen Film drehst? Besser? Ja, auf jeden Fall haben wir viel, viel besseren Sex, wenn wir keine Videos drehen. Ist eigentlich auch logisch, habe ich auch schon oft gesagt, dass sich auch immer viele vorstellen, dass das so einfach wäre, wenn man ja einfach so ein Drehpartner werden möchte. A, ist es halt so, dass nicht jeder mit jedem drehen möchte und B, ist es halt so, dass dahinter echt viel Arbeit steckt und man dabei noch eine Kamera halten muss. Man muss sich irgendwie immer darauf fokussieren, dass das alles vernünftig aussieht, dass das Bild irgendwie stimmig ist und dann soll man das beste Stück natürlich irgendwie auch noch steif behalten. Ist für den Mann nicht einfach und für die Frau auch nicht einfach, sich einfach fallen zu lassen. Also es gibt Tage, da läuft das mit dem Drehen richtig gut und es gibt natürlich auch Tage, da läuft das mit dem Drehen ein bisschen schleppender. Das ist aber normal, das ist so tagesformabhängig, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass wenn die Kamera nicht dabei ist, es auf jeden Fall sehr viel entspannter ist und auch einfacher. Was wäre, wenn dein Partner nicht dein Drehpartner sein möchte? Ja, also bei uns war es ja von vornherein ein offenes Kartenspiel sozusagen. Er hat mich so kennengelernt und von daher ist es dann natürlich auch so, dass hätte er sich mit dem Job nicht anfreunden können, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil ich habe immer gesagt, das ist mein Ding, ich liebe meinen Beruf, ich habe mich dafür entschieden und nur weil jemand anderes jetzt irgendwie ins Leben dazukommt, werde ich das deswegen nicht aufgeben. So. Also entweder ganz oder gar nicht. So gibt's mich halt. Würdest du deinen Partner mit anderen Frauen drehen lassen? Nein. Würde ich nicht. Nee, also genauso wenig wie irgendwie ich mit anderen Männern drehe, dreht mein Freund natürlich auch nicht mit anderen Frauen. Das sind wir monogam. Ist es nicht komisch für den Partner, dass sich andere Männer an der Freundin erfreuen? Oh, ich glaube, das war auch so ein Prozess, würde ich sagen. Also da musste er sich auch erstmal dran gewöhnen, oder? Ja, also natürlich ist es am Anfang irgendwie so strange und man muss damit erstmal irgendwie so klarkommen in dem Sinne von wegen andere Männer gucken und machen, was natürlich sonst vielleicht in einer anderen Beziehung nicht so ist. Aber es ist ja alles nur virtuell. Also er muss mich niemals privat oder auch so nah irgendwie teilen, sondern immer nur virtuell übers Netz oder in Filmen. Also klar kommt das in der Öffentlichkeit mal vor, dass ich angeschnackt werde. Hier können wir ein Foto machen, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Ansonsten gehöre ich ja ganz ihm. Hey, wie läuft das eigentlich ab mit dem Dreh? Fragst du deinen Freund, ob ihr ein Video drehen wollt? Das ist bei uns auch unterschiedlich, ne? Also meistens ist es dann so, einer von uns kommt aufeinander zu, oh du, wir müssen noch ein Video drehen. Ich habe ja meine festen Videodrehtage so, beziehungsweise Tage, wo ich die Video launche.
unter der Woche. Und dann ist es manchmal so, dass wir sagen, wir haben halt noch was auf Halte, also so ein Petto, dass wir noch ein, zwei Filmchen haben und gar nicht drehen müssen. Und manchmal ist es dann halt so, dass wir sagen, oh scheiße, die Woche war echt stressig und wir haben natürlich dann auch keinen Film und müssen noch einen drehen, dann wird es immer ein bisschen hektischer. Aber eigentlich haben wir das immer beide ganz gut im Blick. Wie bzw. wo lernt man sich kennen? ja, wir haben uns kennengelernt auf einer Party, Oktoberfestparty. ja, wie soll man sich auch sonst anders kennenlernen? Also ich denke, da gibt es jetzt nicht den Unterschied, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde, irgendwie auf einem Pornoset oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Also da ich ja sowas auch gar nicht mache, ist es halt so, dass man sich im normalen Leben kennenlernt, wie jeder andere auch. Wie hat das Umfeld von deinem Freund reagiert, als sie erfahren haben, was du beruflich machst? Anfangs... ja, anfangs so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, ist glaube ich auch klar, weil bei meiner Familie hat das selber echt lange gedauert, bis sie verstanden haben, dass das irgendwie anders ist als das, was sie im Fernsehen kennen oder von Gerüchten her. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist das für die super, super cool. Also ja, die sind total entspannt damit. Schwer für deinen Dreh- und Beziehungspartner, sich nicht ganz zu zeigen vor der Cam? Nein, glaube ich, kann ich so. Ja, auf keinen Fall möchte das auch nicht. Und das hat ja auch seine Gründe. Sonst würde man ja auch andere Filme drehen. Also wir sind da immer so, dass wir mal sagen, was wir nicht wollen, das machen wir auch nicht. Und was uns keinen Spaß macht, das wollen wir dann auch nicht machen. So. Es hat ja Gründe, warum er sich nicht zeigt. Und man möchte auch ein bisschen der Fantasie noch Spielraum lassen. Und vielleicht ist das dann auch gar nicht so angenehm, wenn man das Gesicht dazu sieht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass mein Partner hässlich ist. Das ist echt süß und hübsch. Aber ne, für die Fantasie ist es einfacher, wenn man von dem Mann halt nur das beste Stück sieht. Macht es manchmal keinen Spaß, ein Video zu drehen, weil man zu viel X hintereinander hatte? Die Frage ist leider so gemeint, dass manche Leute ja denken, dass man als P-Darsteller irgendwie den ganzen Tag nur X hat. Wir versuchen das halt immer so zu lösen, dass wir an Tagen, wo wir halt privat intim sind, nur für uns sind und an anderen Tagen dann halt einfach die Filme drehen. Redet man über die Arbeit? Ja, ich würde sagen, wir reden sogar echt viel über die Arbeit. Das kann aber von bis sein, es kann natürlich sein von irgendwelchen Sachen, die online passieren. Es kann sein von irgendwelchen Vorschlägen für Videos. Es kann aber auch sein, dass man irgendwie über ja, ganz andere Sachen redet, wie zum Beispiel etwas, was ja, in Planung steht mit irgendwelchen Produktionen oder so, wo man dann irgendwie weiter wegfahren muss. Also man redet auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich würde sagen, aber eigentlich genauso viel wie wenn ich ihn über seine Arbeit frage und er nach Hause kommt, ist ziemlich ausgeglichen. Muss dein Freund dann auch eine Riesenteil haben? Das ist natürlich jetzt keine Grundlage eines Darstellers, aber habe ich ja jetzt auch nicht zu ihm gesagt, der ist zu klein, jetzt können wir nicht irgendwie Filme drehen, das ist ja Quatsch, er hat zum Glück auch kein Klein. Aber natürlich ist es so aus Erfahrung, dass lustigerweise Männer sich lieber Filme anschauen, wo etwas Größeres zu sehen ist als was Kleineres. Von daher ist es natürlich gut, wenn Mann sowas mitbringt, aber ist natürlich keine Voraussetzung, sondern die Voraussetzung einer Beziehung soll natürlich Liebe sein. Wie geht er mit deinem Beruf bei Familie oder auch in der Öffentlichkeit um? Also, da mein Schatz eine richtig coole Sau ist, stört ihm das gar nicht und er kann halt über allen Dingen stehen. Und wenn ihn irgendwas stört, dann sagt er das schon. Aber so bei Familie und so weiter ist er auch total entspannt. Er versteckt mich nicht. Wie oft hast du privat X? Wie oft haben wir privat X? Ja, eigentlich jeden Tag. Außer ich habe jetzt mal meine Tage oder so. Ja. Dann auch. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr konntet ein bisschen mehr wieder über mich erfahren und über meinen Freund oder uns. Und ja, lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare rein, falls ihr vielleicht doch noch für Fragen habt. Dann beantworte ich euch die nochmal in den Kommentaren. Und ja, das war's mit uns im XABC. In diesem Sinne, bleibt unanständig. Küsschen aufs Nüsschen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Aber dann wird sich so einiges ändern. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren.